Heute beim Ferienratgeber Nordsee. Ein Einblick in die Geschichte der Landwirtschaft in der Schlachtmühle, alles zum Thema Bier im Brauereimuseum und eine Nachtwanderung mit interessanten Anekdoten. Das und mehr jetzt beim Ferienratgeber aus Jever. Die Stadt Jever liegt im Kreis Friesland, hat um die 14.000 Einwohner und ist überregional bekannt natürlich für... Genau, ihr gleichnamiges Bier, das allerdings durch die Fernsehwerbung außerhalb dieser Region eher als Jever bekannt ist und nicht als Jever, warum auch immer. Abgesehen vom Bier hat die Stadt aber noch einiges mehr zu bieten, zum Beispiel nette Freizeitmöglichkeiten und auch ein paar schöne Sehenswürdigkeiten, die gucke ich mir heute an und wir fangen mal an in der Altstadt. Die Stadt Jever ist die Kreisstadt des Landkreises Friesland, liegt im Nordosten der ostfriesischen Halbinsel und ist staatlich anerkannter Erholungsort. Die Stadt wird auch gerne mal Marienstadt genannt. Das liegt an Fräulein Maria, die letzte Herrin von Jever, die der Stadt 1536 die Stadtrechte verliehen hat. Doch das ist lange her. Heute ist Jever Anziehungspunkt für viele Touristen. Vor allem, so sagte man mir, wenn es regnet. Denn in Jever gibt es unter anderem viele interessante Museen. Aber auch draußen kann man so einiges machen. In der Altstadt finden regelmäßig Veranstaltungen statt. Zum Beispiel das Altstadtfest im August oder der Brüllmarkt im Oktober. Da gibt's einen Einblick in die Landwirtschaft. Tiere sind auch dabei, die man streicheln kann und die Geschäfte, Restaurants und Cafés haben geöffnet. Und wenn es Nacht wird in Jever, dann kommt er. Heinz-Georg Wendel ist einer von drei Nachtwächtern in Jever. Er führt Touristen in traditioneller Kluft durch die Stadt und erzählt zum Beispiel Wissenswertes über das Fräulein Maria und die Entstehung der Stadt. Und er hat auch in tiefster Dunkelheit die ein oder andere Anekdote parat. Zum Beispiel, was es mit diesem Gitterkasten hier an den Wallanlagen auf sich hat. Hier an diesem Gerät sollte niemand zu Tode kommen. Aber es wurden Strafen verhängt. Für Verfehlungen, die der ein oder andere Bürger begangen hat. In diesen Wippgalgen wurden aber auch die leichten Mädchen eingesperrt. Und das passierte immer sonntags morgens. Dann gingen die Männer nicht mehr in die Kirche, dann gingen die in den Schwarzen Bären, holten sich ein Krug Bier und stellten sich hier oben auf den Wall und warteten, was wohl passieren würde. Und irgendwann kam dann auch der Wagen mit dem leichten Mädchen. Leicht bekleidet, dünnes Leinenzeug, ohne Unterwäsche, rein in den Wippgalgen. Und dann ging der Kasten in das Wasser. Meine Damen, ich brauche Ihnen nicht erzählen, was mit dünnem Leinenzeug passiert, wenn es nass wird. Es wird fast durchsichtig. Und wenn dann der Kasten das erste Mal wieder hochkam, dann war hier der Teufel los. Nochmal, nochmal. So, machen wir das Licht mal wieder an und kümmern uns um das, wofür Jever in erster Linie bekannt ist, die Brauerei nämlich. Hier könnt ihr natürlich auch eine Brauereiführung machen. Uns hat man mit der Kamera leider nicht in die Produktionsstätte gelassen, das müsstet ihr dann schon selbst ausprobieren. Aber dafür durften wir ins Brauereimuseum und das ist definitiv sehenswert. 1848 wurde das friesische Brauhaus als kleine Privatbrauerei gegründet und gehört heute zu den wichtigsten Brauereien in ganz Deutschland. Im Brauereimuseum erfahrt ihr, wie das Bier früher so gebraut wurde. Ganz viele Ausstellungsstücke bieten einen Einblick in über 160 Jahre friesische Braukunst. Ein Mitarbeiter der Brauerei erzählt, warum das Jever-Bier so schmeckt, wie es schmeckt. Und zur Brauereibesichtigung gehört natürlich auch eine Bierprobe dazu. Ach ja, und hier erfährt man dann auch, warum die Brauerei ihr eigenes Bier eigentlich als Jever bewirbt. Das geht auf die Gründerzeit der Brauerei zurück. Das Bier wurde schon nach kurzer Zeit in ganz Deutschland verkauft. Außerhalb wusste man allerdings nicht, wie man es richtig aussprechen sollte. Und da das V in Deutschland meist als W ausgesprochen wird, etablierte sich schnell das Wort Jever. Das ist bis heute so geblieben.
Einen Einblick in die Geschichte gibt es auch in der Schlachtmühle in Jever. Hier geht es allerdings nicht ums Bier, sondern um die Landwirtschaft. In der Mühle und der dazugehörigen Scheune könnt ihr den Weg des Getreides von der Ernte bis zur Verarbeitung verfolgen. Holger Graf führt Besucher durch die Mühle und hat einiges zu erzählen. Hier in dem großen Kornland Friesland war das Getreide Hauptanbaumittel. Und man hat hier sehr, sehr viel Geld mitverdient. Wenn ich hier Besucher durchführe, zeigen wir ihnen, wie das Getreidekorn hierher kommt, wie es abgewogen wird, wie es entsprechend gereinigt wird. Denn das Getreide, was der Bauer gebracht hat zum Mahlen, das wurde hier erst gereinigt. Denn es war ja noch voll Sand und voll Fremdkörner, Fremdstoffe, war vielleicht auch mal Nagel drin. Denn in diesen Reinigungsmaschinen, die hier drin sind, gibt es auch Magneten, die Eisen aufsammeln. Und somit damit der Mahlstein nicht beschädigt wird. Dann konnte man das Getreide durchmahlen, aber niemals so sieben, dass man jetzt weißes Mehl hätte. Man hat immer nur Backschrot oder Viehfutter hier hergestellt. Während heute riesige Trecker und Mähdrescher auf den Feldern unterwegs sind, hat man früher mit Tieren und Muskelkraft gearbeitet. Geräte aus dieser Zeit werden in der Scheune der Mühle ausgestellt. Da können die Besucher sehen, was die Leute früher für Arbeit hatten, handwerkliche Arbeit mit Tieren ohne richtige Maschinen, denn man hat schon kleinere Maschinen erfunden, wie die Windfege zum Beispiel zum Reinigen von Getreide, aber die großen Maschinen wie Mähdrescher oder sowas gab es ja alles noch nicht. Es musste alles mit Menschen und Viehkraft oder Pferdekraft musste alles gemacht werden. Das Feld musste bestellt werden, Acker und. Das Getreide musste gemäht werden, das Getreide musste getrocknet und gedroschen werden, um das Korn dort herauszuholen. Denn das war ja die Nahrungsgrundlage. Aber hier war so viel Getreide, dass man das exportieren konnte. Über den Hafen von Jever an der Schlachte, das heißt Umschlagen, wurde das Getreide Richtung Huxiel über Sieltief nach Huxiel gebracht. Und das war auch die Verbindung zur Außenwelt. Der Eintritt ins Museum der Schlachtmühle kostet für Erwachsene 1,50 Euro. Kinder kommen kostenlos rein. Die Schlachtmühle gehört übrigens zum Schloss der Stadt Jever. Auch das kann man besichtigen, sowohl von außen, da gibt es einen schönen Park mit viel Natur, Enten und Pfauen, aber auch von innen. Hier könnt ihr euch viele Ausstellungsstücke zur Kultur- und Landesgeschichte des Jeverlandes angucken. Unter anderem wird die Wohnkultur vom 16. bis 19. Jahrhundert dargestellt. Interessant ist auch die fürstliche Galerie, aber auch das bäuerlich-bürgerliche Leben wird gezeigt. Zum Beispiel anhand von Mode und Keramik. Natürlich kann man im Schloss zu Jever auch heiraten und das ganze Jahr finden immer wieder unterschiedliche Konzerte, Vorträge oder sonstige Veranstaltungen statt. Der Eintritt ins Museum kostet für Erwachsene 4,50 Euro, für Jugendliche 2 Euro und Kinder kommen kostenlos rein. Gerade frisch umgebaut und neu eröffnet wurde das Feuerwehrmuseum in Jever. Das kam bei den Besuchern in der Vergangenheit so gut an, dass die Feuerwehr- und Oldtimer-Freunde Jever mit dem Oldenburgischen Feuerwehrverband fusionierten und eine komplette Halle an das Museum anbauten. Hier stehen nun historische Feuerwehrfahrzeuge, die die Betreiber den Besuchern bislang vorenthalten mussten. Die Besucher können hier im Feuerwehrmuseum in Jever von der Meldetechnik bis zur Atemschutztechnik und Brandschutztechnik alles hier sehen. Ferner haben wir hier Fahrzeuge, die auch selbst hier in Jever gelaufen sind, Oldtimer-Fahrzeuge, die alle lauffähig sind und auch bewegt werden können, die hier mit der damaligen Ausstattung, wie sie gewesen sind, von den 40ern bis in die 70er Jahre hinein ausgerüstet waren, die Fahrzeuge. Die spannendsten Ausstellungsstücke sind hier einmal unser Chevrolet, den wir aus Amerika bekommen haben. Und wir haben hier als Errungenschaft ein Fahrzeug der Feuerwehrschule Loy, das also auch bis in die 70er Jahre hinein im Einsatz gewesen ist. Oder hier, wo ich jetzt drin sitze, ist ein Feuerwehrleitfahrzeug, wo hier die Meldetechnik entsprechend weitergegeben worden ist. Für 3 Euro Eintritt kann man sich im Feuerwehrmuseum alles angucken. Kinder zahlen 2 Euro.
Das war's auch schon mit dem Ferienratgeber aus Jever. Wer einen actiongeladenen Powerurlaub haben möchte, der fährt am besten woanders hin. Aber wer mal ein bisschen runterkommen möchte, eine gemütliche Innenstadt sehen will und vor allem ganz viele interessante Museen, der ist in Jever auf jeden Fall richtig. Was ihr von der Stadt haltet, könnt ihr mir ja einfach mal unter dieses Video schreiben. Und ich sag tschüss und bis zum nächsten Ferienratgeber. Die Stadt Jever liegt im Kreis Friesland und hat um die 14.000 Einwohner. Überregional bekannt. Wo ist denn eigentlich mein Bier?